ich will hier jetzt schon weg, das ist so ekelig. Die fassen einen alle an und so, boah. Indischen guten Morgen. Aus dem total verstaubten, dreckigen zu. Es ist irgendwie gleich 6:30 oder so. Ich kann Gott sei Dank ein bisschen schlafen. Es ist aber total ungemütlich. Ja. Noch circa 11-12 Stunden zu fahren und dann bin ich da. Oh nein, das ist so ekelhaft. Ja, liebe Freunde, Kaffee gibt es hier irgendwie nicht. Ich habe jetzt meinen eigenen gekauft für 10 Rupi. My own coffee. Ich habe mir quasi heißes Wasser in den Becher gekauft. Meinen eigenen Kaffee reingeschüttet. Egal, ich brauche Kaffee. Wisst ihr ja. Uiuiui, wird dir eigentlich direkt vor die Nase gelegt. Was hat alles hier? How much? 40 Rupees. And this? Coffee bite. Coffee cut for Sora von Skazao. And this? This 30. Jetzt schau mal, wie staubig. Kein Ort für mich, wo ich leben wollen würde. Staubig und heiß, keine Bäume, gar nichts. Krass. Boah, viel Dreck. Hinter dem Grün verbirgt sich alles von dem Müll. Das hier ist jetzt die Stadt Kota. Ja, Kota. Das passiert hier am Bahnhof in Kota. So tragen die ihre Koffer, ihre Reisekoffer. Hier, Fanny. Thank you.
Das ist alles Müll. Eine Mülldeponie oder sowas. Oh, das stinkt auch. Hier auch Müll. Schaut euch das mal an, wie krass das aussieht. Alter. Boah, das stinkt so total hier. Und alle schmeißen hier dauernd was raus. Da, hört ihr das? Die schmeißen das einfach auf die Straße. Das ist so krass. Boah, schaut euch mal, wie dreckig. Eieieiei. Heiliger Bimbam. Hier wird jetzt selber Kaffee gekocht. Das ist geil. Ich glaube, sowas kaufe ich mir auch. Das ist alles Müll. Schaut mal, wie krass. Alles Müll. Ich habe gerade einen gesehen, wie er tatsächlich an die Gleisen scheißt. Krass. Das ist so dreckig hier. Mann. Also irgendwie habe ich das Gefühl, je höher man kommt in den Norden, umso mehr Müll, mehr Fäkalien und alles das zu sehen. Boah. So Leute, rausgesprungen auf den Zug, hier sind wir nun in Delhi, an dem Hauptbahnhof. Jetzt schaue ich mich erstmal um, ich brauche eine SIM-Karte wahrscheinlich, oder ich guck mal hin, dass ich gleich zur Busstation komme. Alles voll hier mit Leuten. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich hingehen soll. Boah, das stinkt hier so brutal, Alter. Hier muss ich schnell weg. Scheiße. Shit, ich bin hier jetzt schon weg. Das ist so ekelig. Mann. Die fassen einen alle an und so. Boah, das stinkt schon wieder nach Pisse.
Das ist so, boah, das ist so krass hier. Boah. Ich muss hier schnell weg. Ja, Leute, New Delhi. Hier muss irgendwo Busstation sein. Dann gucke ich, dass ich mir einen Bus schnappe. So, jetzt ohne Scheiß. Zum 50 Kilometer entfernten International Airport fahren. Krass. So krass. So, er hat mich angelogen. Hat mich irgendwo hier rausgeschmissen. No, no, you don't bring me to the international airport. No. Airport to Metro hai. International airport, I said 15 kilometers. You said yes, come on. No. That's not what you told me. Sorry. Mitten in der Stadt ein Apfel. Ah, Delhi ist krass, Alter. Ich bin wieder hin und her rennen. So, hier soll ein Bus fahren, der fährt direkt zum International Airport. Das ist hier schon die dritte Haltestelle, die ich abklappern musste, nachdem der Typ mich da belogen hat. So, da ist er mir fast vor der Nase weggefahren. Aber ich habe es gerade noch geschafft. Jetzt hoffen, dass das hier auch vernünftig gerade läuft, denn es ist schon 19 Uhr. Und ich wollte spätestens 19 Uhr in der Unterkunft sein. So einfach war das alles nicht. Es geht einfach nur einen Stundentakt voran. Heavy traffic. The first time here in Delhi. Okay. Yeah. Boah, muss irgendwo hier sein. Es ist so krass. So krass voll. Oh Mann. Wo bin ich hier nur gelandet, Leute? Crazy, Alter, crazy. Und ich suche und suche mein Hotel. Wo ist das nur? So, ich bin hier in so einer Gosse gelandet. Baustelle. Scheiße. Und da ist das. Da ist das, wo ich hin wollte. Oh Mist. Eieieiei. Wo bin ich hier nur gelandet? Ich bin angekommen. Ja. Mega spannend. Ich bin fertig für heute. Ich zeige euch morgen in Rom. Und. Ja, morgen kommt Katja morgen früh, also dann sind wir wieder zu zweit. Erstmal nehme ich in der Dusche und gehe wahrscheinlich auch gleich pennen, weil ich bin fertig. Ach, erlebensreicher Tag auf jeden Fall. Danke fürs Zusehen, Leute. Schaut doch morgen wieder rein. Ciao, gute Nacht.